Bevor wir unsere Fahrt mit dem Schiff fortsetzen, erinnern wir uns an den Sommer 1972, als Erich Honecker in der Hauptstadt der DDR Berlin Fidel Castro herzlich willkommen heißen konnte. Eines der unvergesslichen Erlebnisse trägt das Datum des 5. Juni, Übergabe des Präsidentenerlasses 3676, 1972. Der Präsident Osvaldo Dorti Costorado teilt den Beschluss der Republik Kuba mit, dass in Würdigung der großen Verdienste Ernst Thälmanns und als Ausdruck der engen Freundschaft zwischen den Völkern Kubas und der DDR eine Insel den Namen Ernst Thälmann erhalten hat und der Strand im Süden der Insel den Namen Deutsche Demokratische Republik trägt. In der Nord-Süd-Achse liegt die Insel langgestreckt, schlank im Meer. Auf dem 22. Grad nördlicher Breite und dem 81. Grad westlicher Länge. Wie sieht sie aus, die Insel mit dem Namen Thälmanns? In Playa Larga gingen wir an Bord eines Motorschiffes der Fischereigenossenschaft und nahmen Kurs auf den Golf von Cazones. Eine zweistündige Fahrt durch die leicht schäumenden, tiefblauen Wellen des Karibischen Meeres. Bevor wir uns unbekannten Boden betreten, heißt es erstmal, sich kräftig in die Riemen legen und die kostbare Technik sicher durch die Brandung zu bringen.